Okay, weiter geht's mit dem Mech, Commander. Und ich sollte einen Atlas ausschalten. Mit 400 Tonnen zur meiner Verfügung. Das kann ja heiter werden. Ah, da ist Scarab. Oh, da hat gar keine so schlechte Werte als Regular. Habe ich noch 75 Tonnen? Ich habe maximales Inventar von 50 Fahrzeugen und Max, ich habe aber 52. Ich muss also zwei Einheiten unbedingt verkaufen, Alter. Ich habe so viele Kommandos, dann schmeißen wir zwei raus. Firestarter können gehen. Ach, wisst ihr was, die Stilettos, die brauche ich auch nicht. Ich habe drei Shadowcats. Wow. Mit den Bushis brauche ich den Centurion nicht mehr. Ist sowieso nicht so viel davon ein. Ich könnte die ganzen Katapulte rauskicken. Ich kick mal den hier raus. In meiner Nähe, das ist ja wohl ein Witz. Oh, da kommen sie. Also, das hat den Warhawk hingelegt. Ernsthaft? Mein ER-Laser und die Sensoren verloren. Na gut, nehmen wir das erstmal hin. Aber the fuck? Vielleicht war das im Nachhinein keine so tolle Idee. Aber wer rechnet denn damit, am Anfang direkt von diesen Arschlöchern geschwärmt zu werden? Fire. I'm on it. So be it. Have a new sensor contact.
Alter, was ist denn hier los? Okay, daraus lernen wir, die Handspecks möglichst schnell zu erledigen. Weil eben auch hier hinten der Handspeck mir wahnsinnig viel Schaden zugefügt hat. Denke ich mal langsam, das ist eine gute Idee, die Handspecks zuerst rauszunehmen, diese blöden Arschkrampen. Ich meine, ich kriege ja meine Max wieder. Dazu habe ich jetzt einen Hollander 2, einen Mauler A, einen Boschwacker A. Ach, den Handspack. Kein Schwanz braucht den Handspack. Der eine ER-Laser, den der Masakari verloren hat, als er draufgegangen ist, den habe ich auch ersetzt bekommen. Das ist wenigstens mal schön. Okay, die Insel ist zu Ende. Aber ich gucke mir das hier nochmal eben an. Wenn der Boden schon so aussieht und umrandet ist, dann könnte da eventuell eine Kiste sitzen oder sowas. Aha, mein... Oh, was soll denn das jetzt schon wieder? Ja, nee, ist klar. Dann auch so nochmal eben drauf. Wollen die jetzt den Laden hier? Ach, die wollen den Laden hier platt machen. Der ist hinüber. Der hätte das sogar fast geschafft mit seinem kleinen Pimmellaser. Leck mich. Och, ernsthaft jetzt? Was soll denn das? Noch ein Jägermech hinterher. Ja, nee, ist klar, Leute. Da ist der Drex Atlas, der hat einen Centurion, einen Boschwecker und noch einen Mauler dabei. Das wird nicht lustig. Hey, auch wenn die Clan-Mechs alle wesentlich stärker sind im Tonnageverhältnis, mehr Waffen tragen können, mehr Panzerung haben, schneller sind, eine innere Sphärenmaschine sollte man nie unterschätzen.
Der Jägermeck, der sich nicht traut. Ich glaube, der hat ein paar Autokannen unverloren bei der ersten Salve. Oh, können wir jetzt bitte? Nehmen wir die noch ein bisschen auseinander. Immerhin, die kleinere Max hat Rex zerlegt. Noch ein Centurion, ein Jägermech, ein Katapult, Hunchback, Firestarter. Und noch ein Katapult. Wie kommt man... Leck mich! Arschgeige. Die Geschütze funktionieren also noch. Weil die Energieversorgung tatsächlich nur für die Halbinsel. Der Bereich hier, nö. Okay, ich dachte eben erst noch, das wäre vielleicht eine schlechte Idee, was ich gemacht habe, aber offensichtlich ist es doch nicht so schlecht, dass ich die Türme jetzt übernommen habe. Wie viele Mechs sind denn hier? Okay, zwei Kompanien, glaube ich, war da in der Beschreibung drin, ne? Alter Falter. Halt, die Sensorkontrolle ist hier. Ich hätte ja gerne die Luftschläge einfach hier oben auf die Arschkrampen gesetzt, aber das geht nicht. Das Gebäude muss ich erobern. Toxic kann ich nicht mehr in den Kampf schicken, nicht mehr direkt. Die ist zu schwer verletzt. Aber der Mech ist wieder in Schuss, das leck mich.
War der Mech nicht mal sprungfähig? Ich kann sagen, jetzt geht's wieder. Mein lieber Charlie vom Gesangsverein, ey. Den kann ich nicht anvisieren. Ist er erst im Arsch oder nicht? Okay, ist im Arsch. Ich kenne das nur, dass sie dann so aussehen, nicht so. Ernsthaft, schickt er jetzt immer nur einzelne Mechs raus, wenn ich das mache? Alter, von einer einfachen Raketensalve. Alter, Türme. Ich kann die Sprungdüsen nicht benutzen. Also war das keine Einbildung. Scheinbar, wenn der Mech schwerbedingt noch beschädigt ist, funktionieren die Sprungdüsen nur noch zaghaft? Fragezeichen. Komm, lass mich wenigstens die Kugel eben reparieren gehen, bevor die Mission zu Ende ist. Will keine Sprungdüsen einsetzen. Ich drücke J. Nix. Ich meine, per se sind Türme nicht so wirklich schlimm, aber durch die Menge von den Dingern haben die halt eine Menge Feuerkraft. Scheiß auf die restlichen Mechs, die kann ich so reparieren. Ja. 2000 RP dafür. Ja, da soll man definitiv nochmal eben die Mechs reparieren, wenn man fertig ist mit der Version. Alter. Immerhin, ich habe ein paar Buschis abgefuckt.
beim Mauler. Den Anlass habe ich nicht gekriegt, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Jägermax, alter Falter, was soll ich mit Jägermax? Blablabla. Raus mit dem Holländer. Die Hanspecks, die haben sich mir förmlich entgegengeschmissen. Nimm mich, nimm mich. Oh, drei Buschis. Und hatte ich nicht noch einen in der Bereitschaft? Ich weiß gar nicht. Gerade 95 Tonnen, aber ich habe mehr Mech-Base zur Verfügung. Yay. Zerstöre die Orbital Guns. Zerstöre Command Station. Da ist irgendwas und hier hinten ist irgendwas. Toxi kann ich gar nicht einsetzen. Hatte ich nicht noch mal eine andere Kugel gehabt? Die war nicht sprungfähig. Ich habe doch einen, der eben aus seiner Kugel rausgeschossen worden ist. Der hatte doch auch eine sprungfähige. Bin ich blöd? This is Mystique. This is Lynx. Rebel here. Here. Machen wir die mal identisch. Ah, ich habe nochmal alle Pulslaser eingebaut, da liegt das Problem. So. Ich habe gar nicht mehr so viele kleine Active Probes. Mal wieder welche finden. Sensoren habe ich noch relativ viele. Aber die inneren Sphären-Scheiß kann ich theoretisch alles verticken. Gut, dass mir das Spiel da keine Vorgaben hat. Ich habe 4 Long Tops. Ich kann 2 Mörder-Masakari zusammenbauen. Yeah! Ah, shit. Aber Schwacker ist echt scheiße ausgerüstet eigentlich. Ach, das ist Scarif seiner, stimmt ja. Geh raus. So. Ich habe nicht so viele Elite-Piloten, das stört mich. Aber na gut, ich mache meine beiden letzten. Wobei. Wie sieht's immer mit meinen Mech-Kriegern aus? Die sind alle grün. Ich habe genug Mech-Krieger für eine ganze Weile, glaube ich. So, Moment. Rebel. Mystique. Ihr könnt beide dahin. Das sollte eigentlich genug Tonnage sein, aber... Hier haben wir noch den Wolfman noch mit dazu. Oh, Speicher nicht vergessen.
Auch wenn das immer automatisch gespeichert wird, aber ich möchte das unbedingt haben. Das ist nicht schön. Alter. War ja klar, ich verliere noch ausreichend den ICM. Ich habe keine Ahnung, warum die stehen geblieben ist. Wieso willst du da jetzt nicht rüberhüpfen? Jetzt. Die Piloten von den beiden anderen Cougars waren definitiv besser als meine Leute. Deswegen habe ich den Rückzug angetreten. Ich glaube, mein Sensorumkreis ist auch besser, wenn die Piloten einen besseren Sensorwert haben. Okay, da ist die Kugel natürlich nicht schnell genug. Okay, das sind zwei Armor-Varianten. Das heißt, sie haben nicht so viel Feuerkraft. Aber trotzdem nervt das. Außerdem nehmen die mir die Kugel auf Dauer auseinander. Wieso willst du nicht springen, du Socke? Vergiss nicht mal zwischendurch, dass sie Springdüsen hat. Gunman,
Jetzt. Na, sucht ihr euch jetzt auch einen anderen Weg? Rennt in meine Masakaris rein? Das wäre zu schön. Diese Straßensperre ist für den Arsch. Oh, ich sehe keine Explosion. Ist meiner. Und der Bushwack hatte sogar noch seine ganzen Waffen drin. Ich kann mit der Kuga definitiv noch aufklären gehen. Aber kämpfen wir es außer Frage. Ich hole mir jetzt mal eben das Depot hier hinten. Und den Kommando. Und dann walzen wir den Kram hier nieder. Vielleicht sollte ich Ulla in Zukunft benutzen. Die sind ein bisschen schneller. Ich meine, ich weiß nicht, ob die das hier tonnageabhängig gemacht haben, wie schnell ein Mech ist. Aber es gibt häufig ja Fälle von Klar-Mechs, die so schnell sind wie leichte Mechs, obwohl sie mittel sind. Ich meine, klar, je leichter Mech ist, desto höher die Reaktorleistung, desto schneller ist die Maschine am Ende des Tages. Und deswegen ist selbst ein Locus mit seinem beschissenen Mini-Reaktor halt noch wahnsinnig schnell. Aber ein Urbamex mit seinem beschissenen Mini-Reaktor, der nichts leistet, schleicht das Ding halt nur. Show me what you got. Ein paar schwere Mechs sollten da irgendwo sein. Ich habe bis jetzt nur leichte und mittlere gesehen. Ja, da stehen ein paar Mechs. Zwei Laschpulse, das ist eine kleine RPBC. Immerhin. Ersatzteile sind immer willkommen. Okay. Das ist die Orbital Gun und da steht eine Novacat. Oh, eine Novacat. Waffenvariante. Shadowcat. Oh, die nehme ich gerne. Mit Handkuss. Aber ja, ein Orbitalgeschütz, das ist natürlich lustig.
Wobei, die ich kenne, normalerweise kenne ich das im Mech Commander so, dass das ein riesiges Kettenfahrzeug ist mit zwei riesigen Rohren drauf. Hat meine Masakase sprungfähig. Wenn die Karte gut geskriptet ist, dann greifen mich die Mechs von unten auch an, wenn ich die Anlage angreife. Ach, den glaube ich, habe ich gleich einen X-Pulse-Laser eingegeben, ne? Ich nehme dich jetzt zuerst auseinander, das ist das Sekundär-Target. Da oben habe ich jetzt nichts mehr zu befürchten, außer den beiden Mechs. Die Geschütze sind tot, die hier funktionieren eigentlich noch. Tja, Jungs, euer Pech, dass das niedrige Mauern sind. Die Fische dürfen ja keine Sprungdüsen benutzen. Nein, jetzt. Was ist denn das mit den scheiß Sprungdüsen? Oder ist meine J-Taste kaputt? Jetzt hätte ich noch, natürlich gerne noch einen Luftschlag übrig, aber ja, was soll's. Das geht auch. Wait there, I think I marked some red. Wait there, enemy mech destroyed.
Schade. Naja, der eigentliche Preis ist die Nova Cat. Also wenn ich die kriege, wäre das schon sehr geil. Zu schade. Einfach, weil ich mal wissen will, wie so ein zerstörter Untergrundbunker aussieht. Weil bis jetzt muss ich die mal erobern oder verteidigen, die Scheißteile. Technisch gesehen ist es ja nur die Zufahrt. Warum schießt ihr Penner nicht? Wieso rennt ihr alle weg? Schön, jetzt haben wir es auch mal gesehen. Ach, da war ja noch was. Oh, das hat richtig gut Geld gebracht. Ein paar Mechs genommen, ein paar Waffen. Nichts wirklich von Interesse. Ich warte ja noch auf den vierten Masakari. Zulu Company has successfully crippled the Jaguar supply line. However, Yankee Company was overwhelmed by Clan Elite and suffered brutal losses. While Yankee rebuilds, I'm diverting Zulu to take out several targets west of Affendale. Do this quickly, and you will be able to advance on the city itself. Zulu Company, the clan will not expect so bold a thrust, but maintain momentum and you'll have the advantage of surprise. Understand this. Once you begin the push, you must capture the city. If you fail, we can't get you out. Remember, you'll be liberating Affendale, so collateral damage will be unacceptable. Battalion is working to meet demands, but losses have been high. Pay close attention to your loadouts and watch your salvage. Ja. Fedcom Vanguard. Third Operation. Mission Nummer 1. Das ist eine Standardmission, wenn ich mich nicht ganz irre.
Primary Turret Power ist 3. 1 ist Destroy 200 Complexes und Destroy Majority Power 3 Units. Okay. Okay, auch wenn die beschädigt sind, man sollte ihre Einheit nicht unterschätzen. Es sind Assault und Heavy Max gemeldet worden. Ja. Also, hier und hier. Das hier oben scheint alles uninteressantes Gelände zu sein. Ich nehme an, in diesen Dingern hier unten ist noch irgendwas zum Bergen, aber das Hauptaugenmerk ist hier. Ich habe nur 300 Tonnen zur Verfügung, das kann ja lustig werden. Aber egal, an dieser Stelle sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü.